Bei einer Führung des Hoyerswerda Zoovereins ist die langjährige Geschäftsführerin der Zookultur und Bildung GmbH Carmen Lötsch verabschiedet worden. Oberbürgermeister Stefan Skora überreichte ihr traditionell einen Schwarzkolmer Raben. Der werde einen Ehrenplatz in ihrem Büro bekommen und sie daran erinnern, weiter Werbung für die Stadt und das Seenland zu machen, bedankte sich Carmen Lötsch.